Bin ich jetzt am Arsch, aber gut. Gut, es hat uns nichts angegriffen. Leute, wir haben es fast geschafft. Wir brauchen jetzt nur noch. Also, wenn wir jetzt ein. Haben wir noch die zwei Diamanten? Wenn wir die noch haben, dann feiere ich es extrem. Gut, die sind am Brennen. Ah, das Skelett hat sich geschützt da hinten. Bitte sagen wir, wir haben die noch. Bitte, bitte haben wir die noch. Ja, wir haben die Diamanten noch hier. Wir machen uns jetzt ein übelstes Imba-Schwert. Ja, endlich. Ich mache mir jetzt ein Imba-Schwert. Do, 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 do. Denn das ging auch wirklich so. So. Und da ist unser Diamond Giant Sword. Ach, es hieß nicht Giant Diamond Sword, sondern Diamond Giant Sword. Ah. Und wir haben noch zwei Diamanten übrig für einen Iron. Oder? Nee, für einen Crystal Bow. Wie macht man den nicht nochmal? Wir können es auch noch einen Crystal Bow machen. Das mache ich mir dann noch gleich. Oder noch nicht jetzt, weil wir den auch verzaubern wollen. Wobei, der ist eigentlich relativ einfach. Deswegen ist es eigentlich vollkommen egal. Wir brauchen dafür Bogen, Strings und Eisen. Ich mache mal den jetzt. So, Bogen, Strings und Eisen. Habe ich Strings dabei? Nee. Oha. Attack Damage 9 hat das auf jeden Fall. Wahnsinn, wir haben ein Riesenschwert jetzt. Bam. Wir wollen natürlich jetzt mal die Strings holen. Wir haben genug Strings, das ist klar. Ein Eisenstück haben wir auch. Und Diamanten haben wir auch. Ich crafte mir also jetzt das Teil. Wie macht man sie jetzt nochmal? So zwei Diamanten halt. Ein Bogen. Ach, Wir brauchen noch mehr Strings. Wir müssen jetzt mal uns einen normalen Bogen machen, weil man kann mit kaputten Bögen, die noch nicht, die schon benutzt wurden, also auch wenn er nur einmal benutzt wurde, ist es halt schon unmachbar. Man muss einen komplett heilen Bogen benutzen, sonst geht das nicht. Also er muss komplett, ja, heil sein. Der muss komplett in Ordnung sein, damit das auch craftbar ist. Es muss also ein komplett neuer Bogen sein. Das ist das Ding, warum das nicht geht. So, ein paar Sticks. Sie haben aber auch ein bisschen Holzmangel, muss ich sagen. Wie macht man sich noch einen Bogen? Ich glaube, das war so. Nein, das war andersrum. Das war andersrum. Das muss nämlich so. So, ein Bogen. Und dann machen wir die Diamanten darüber. Da, da, da. Ein Eisen und Strings. Das müsste eigentlich ein Crystal Bow ergeben, oder? Ja, Crystal Bow. So, und der ist jetzt super schnell im Schießen. Also das ist richtig geil, der Bogen. Das Star Piece muss ich nochmal kurz sichern, damit uns das nicht abhanden kommt. Gut. Dann spare ich schon mal auf eine Eisenrüstung mit dem Eisen, das wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt momentan 7 Eisen plus diese 2. Die mache ich aber erst später klein. Eine Paper Knife Blade, was auch immer das sein soll. Dann haben wir noch eine Fishing Rod, die können wir gleich mal reintun, weil wir momentan eh keinen Mangel haben. Ich bräuchte aber unsere Hacke noch. Ach, das ist unsere Stonehoe. Die sieht immer so aus wie eine Schaufel. Ich meine, das ist doch. Es ist eine Schaufel, wirklich. Es sieht wirklich so aus wie eine Schaufel. Also. Muss man ja wirklich mal zugeben. Wir haben 7 Eisen. Davon können wir uns schon mal was machen. Das können wir uns wahrscheinlich schon das Heftigste machen, was es gibt. Nee, noch nicht ganz, aber. Da mache ich mir daraus schon mal eine Eisenhose. Iron Leggings, aber ich packe das schon mal erstmal in die Kiste rein. In unseren Backpack am besten. Noch werde ich es nämlich nicht anziehen, denn es ist halt doof, wenn man jetzt mit der Rüstung schon kämpft. Obwohl man halt noch nicht eine vollständige Rüstung hat und zum Beispiel nur die Hose hat. Dann ist es halt doof, dass man dann, wenn man die anderen Teile hat, dass dann die Hose bald kaputt ist. Die anderen Teile sind aber noch heil, wisst ihr, wie ich meine? So in etwa. Oh, jetzt können wir das Schwert testen. Imberschwert. Einschlag. One Hit. Ohne Scheiß jetzt. Oder hatte das schon einen Hit? Das war, glaube ich, schon fast tot, das Skelett. Ich glaube, deswegen. Hat das irgendwie. Nee, hat keinen Fire-Aspekt drauf. Geht ja gar nicht. Nochmal. Das hat jetzt volle Leben, oder? Nee, hat auch nur 10 von 20. Also es macht 10 Schaden mindestens. Boah. Na gut, fast 10. Es hat also 2 Schläge gebraucht. Es war eben gerade nur ein Crit-Damage. Deswegen ist es kaputt gegangen, das Skelett. Alter, krass. Das ist ein mega gutes Schwert jetzt. Also wir haben echt jetzt ein Imba-Schwert. Viva Loinsa. Das gefällt mir. Ich muss mal kurz die Emerald Shards zu. Jo. Und jetzt können wir die da wieder reintun. Einfach nur so, weil wir es können. Dann gehe ich jetzt nochmal auf die Höhlentour, wollte ich auch noch machen, ne? Genau, das wollte ich auch noch machen. Ach, wir haben hier sogar noch 5 Iron Ore. Dann können wir die bald auch einschmelzen. Das ist ja praktisch. Das Acacia Wood nehme ich jetzt mal nicht. Oder doch, nehme ich mit. Spitzhacke haben wir noch ein bisschen. Das Star Piece kann ja auch mal rein. Also, wir können es bald einen Starblock machen, wenn wir genug sammeln. Kohle tue ich jetzt mal rein, weil wir eh gleich auf Kohlesuche gehen. Deswegen hat das gerade sehr wenig Sinn. Das nehme ich mit. Die Carrots nehme ich mit. Glowstone, das kann hier rein. Rotten Flash kommt mit. Bucket kommt hier rein. Wenn wir Lava brauchen, dann können wir einfach in den Lavasee gehen. Der ist ja da drüben irgendwo. Nein, nicht in den Lavasee, aber an den Lavasee.
Drei Knochen, 34 Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Fackeln, 11. Oh, Moment mal. Unser erstes Brot. Yay, unser erstes Brot wurde gecraftet. Moment mal, was war das? Ah. Playlist. Erstmal gucken, was das konnte eben. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ach, damit kann man sich einen Strohboden machen. Wie episch ist das denn? Das ist ja geil. Krass. Das finde ich cool. Schwertgriff kommt da auch rein. Acacia Wood. Okay, wir sind auch ein bisschen eine Idee schlauer jetzt schon geworden. Wir wissen nämlich jetzt zum Beispiel, dass das Iron Big Sword nicht so geil ist wie das, das Diamond Giant Sword. Ein Brot haben wir dabei. Müssen wir eigentlich auch nicht mitnehmen, weil wir eh genug Carrots haben. Dann haben wir Rotten Flesh noch. Und ich glaube, wir sind fast einsatzbereit. Der Bogen, der kann eigentlich auch mit. Der Crystal Bow, den lasse ich erstmal hier. Aber wir haben einen Crystal Bow und einen Diamond Giant Sword. Wir sind sehr weit in der Ausrüstung bisher. Also für unser kurzes Spielen bis jetzt sind wir schon eigentlich ein bisschen vorangekommen. Seeds lasse ich hier. Oh, Moment mal. Ich muss mal kurz gucken. Eventuell nehme ich die nämlich jetzt doch mit. Die Seeds. Das sieht ja keiner hier. Seeds. Denn wenn wir jetzt Glück haben, ist das Ganze schon gewachsen. Das Weizen. Also der Weizen. Ist hoffentlich jetzt schon gewachsen. Müssen wir mal einen Zaun drum bauen und alles, damit das Ganze auch geschützt ist vor Tieren und Monstern und allem möglichen Gefläuche, was ja so existiert. Ja, es ist teilweise gewachsen. Ein Ding ist schon fertig, glaube ich. Ich glaube, eins ist schon durch. Das ist nämlich fertig. Ja, es ist fertig. Bei manchen Texture Packs kann man so schlecht erkennen, ob der Weizen fertig ist. Bei denen kann man es gut erkennen. Ein großes Lob an Sphax hier, weil das halt sehr gut erkennbar ist. Da weg. Oh, das Wasser reicht nicht mehr bis dahin. Scheiße. Ach, was wir überhaupt machen können, ne? Wir müssen mal kurz einen Prozess damit machen. Aber ich mache erstmal das so, dann ist erstmal das angepflanzt, dann den Rest können wir ja später noch machen. Ich bin Huren. Ein Huren bin ich. Hier können wir aber mehr machen, ne? Auf der Seite können wir schon alles anpflanzen, wenn wir wollen. Mache ich jetzt aber nicht. Hier haben wir gar keinen Wassereimer dabei. Ach komm, weißt du was? Wir gehen jetzt in die Höhle rein, haben jetzt Spaß da drin und so. Mit vielen, vielen Ärzten, aber zuerst gucken, ob der Sakura Wood Sapling auch alles, wie viel Holz der gebracht hat im Moment. Ich würde mal sagen, das ist ein Riesenbaum geworden. Sind die eigentlich immer so groß? Weil ich finde, die sehen echt hübsch aus. Mal ohne Scheiß jetzt, also die sehen echt hübsch aus. Ich finde diese nervigen Symbole immer so doof, weil die immer blinken und dann kann man so schlechte Screenshots machen. Nee, das blinkt immer so doof. Mann. Jetzt ist er, glaube ich, fertig, ne? Okay, wenn der Screenshot nicht geklappt hat, mache ich einfach offscreen ein. Ist ja auch kein Problem. Ich bewege mich ja nur und mache keine anderen Sachen offscreen. Hier waren wir schon drin. Ich glaube, das ist der falsche Weg oder das ist der richtige. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war ich hier ein bisschen drin, bin aber nicht komplett durchgegangen durch die Hülle. Redstone lasse ich komplett liegen. Brauche ich nämlich nicht. Also die Fackeln links sind immer meine, glaube ich. Also soweit ich das weiß. Auf jeden Fall war ich hier ein bisschen in der Höhle drin, aber bin noch nicht wirklich weit gekommen. Das seht ihr ja auch sowieso. Aber ich bin gespannt, ob hier noch irgendwas anderes ist. Ich glaube nämlich schon, dass hier noch viel Zeug herumliegt. Genau, hier war ich auch schon. Hier, bis hierhin war ich irgendwo gekommen und dann musste ich halt aus der Höhle rausgehen. Bis hier unten war ich sogar schon. Ach, hier ist eine Sackgasse. Doof. Der ganze Weg nur für eine Sackgasse. Marble können wir uns auch abbauen, wenn wir es wollen. Also, ich finde Marble und Sakura Wood wäre eine richtig geile Kombination. Als Hausbau. Das ist ja richtig gut. Das können wir machen. Eventuell machen wir genau das. Boah, Redstone ist hier so sinnlos eigentlich, weil man ist ja kein Technik-Mod. Also ist ja kein Technik-Mod-Pack. Also brauchen wir auch keine technischen Sachen. Wenn es jetzt ein Mod-Pack wie wie Tacket oder sowas wäre, dann wäre es eine andere Sache, aber das ist es ja nicht. Hier waren wir noch nicht. Gut. Gut, das zu wissen, dann können wir nämlich noch hier lang gehen. Ach, der Ostrich, den wir schon gesehen haben wahrscheinlich. So, hier ist noch nichts erforscht. Hi, Spinne. Mal gucken, wie schnell die tot ist. Ja, das macht irgendwie 9 Schaden hat das gemacht jetzt. Das Schwert eben gerade. Boah, hat er uns angegriffen oder nicht? Der ist auch mit 2 Schlägen einfach tot. Ey, das Schwert ist so krass. Ich finde es fast schon zu stark irgendwie. Wenn man es dann noch verzaubert, dann ist sowieso alles verloren. Playlist. So. Auch wenn wir manche Lieder doppelt haben, ist es eigentlich egal. Wenn die Playlist haben wir eh schon 1000 Mal abgespielt, deswegen ist es eigentlich egal. Wir brauchen eine Menge Kohle, das ist egal, ob wir jetzt
auf Diamantenjagd sind, ob wir auf Redstone-Jagd sind oder Goldart, Goldjagd. Wir müssen immer auch Kohle mitnehmen, denn wir brauchen Kohle für Sachen wie den Ofen zum Beispiel oder zum Craften von irgendwas, zum Craften von Fackeln. Wir müssen ja auch immer Fackeln in die Höhle mitnehmen, damit wir überhaupt was sehen können. Das ist ja, glaube ich, relativ logisch. Und deswegen brauchen wir auch immer diese ganzen Fackeln. Ach, man kann sie in den Stalagmiten auch aufhängen, oder wie? Nee, kann man nicht, doch. Das war das Spinnennetz eben. Gerade wir haben 34 Pfeile. Moment mal, wir sind dumm. Wir müssen die Pfeile nämlich gar nicht hier drin haben, denn wir werden sowieso hier benachrichtigt bei der Pfeilleiste da unten. Wie viele Pfeile wir haben? Ein Scrap Meat. Das füllt ja ziemlich wenig auf, nur. Haben wir gefunden. Sehr viel Kohle hier. Also wir haben bisher schon ziemlich gute Sachen gemacht. Diese Aufnahme war bis jetzt ziemlich ertragreich. Also wir haben ein Dorf gefunden, das ist auch noch immer nicht geplündert. Nicht mal zur Hälfte haben wir alles geplündert. Das ist so krank. Da sind noch 3, 4 Felder, die auf uns warten. Ich muss aber bald auch mal das Feld fertig kriegen, was wir bauen wollen. Es wird aber eher ein notdürftiges Feld sein, denn es hat noch keinen Zaun. Da können irgendwelche Mobs reinkommen und das zertrampeln. Das ist, wird in der Stadt, wenn die erstmal fertig ist, nicht gebaut. Also die Stadt wird sowieso bald gebaut, nur mal so. Aber es ist ja klar, Hex City heißt das Projekt zwar, aber die Stadt, die kommt erst später. Also nicht so spät, aber die kommt halt erst, wenn wir uns ein bisschen ausgerüstet haben. Versteht ihr, glaube ich. Wenn wir an den Hausbau denken können. Ah, grüne Pilze. Bringen gar nichts. Hier ist nichts mehr, ne? Das ist ein Kreislauf gewesen. Ach doch, hier ist was. Was ist da? Ein Zombie? Wie gut sind Zombies gegen das Schwert? Will ich wissen. Der hat 20 Leben. Ein Schlag zieht ihm... Wie viel? Na komm. Es hat jetzt 8 gezogen. Auch wieder 8. Also 8 bis 9 Schaden macht das Ding. Ist ordentlich. Ich meine, vorher haben wir irgendwie, keine Ahnung, 4 Schaden gemacht oder sowas. Oder 5, glaube ich. Na, Zombie? So, haben wir das auch gekriegt. Dann haben wir wieder alles geschafft. Wir sind einmal gestorben, aber seitdem haben wir einfach eine Menge geschafft. Oh, ein Schokopedia, cool. Ist ganz nützlich auf jeden Fall. Eisen. Wow. Und Crit Damage, wie viel bringt das? Direkt tot. Mit Crit Damage macht man, glaube ich, doppelten Schaden oder sowas. Also, nee, doppelt nicht, aber man macht erheblich mehr Schaden auf jeden Fall. Das kann auch einfach mal ein One-Hit werden, wenn man Crit Damage einsetzt. Also, ist sehr sinnvoll, Crit Damage mal zu machen. Gerade auch bei Zombies, weil die sich eh nicht wehren können gegen gar nichts irgendwie. Außer diese Bomben-Zombies, die einen mit irgendwie Granaten bewerfen, wie Osama Bin Laden. Und das wäre ziemlich doof, wenn man gegen so einen einfach verkackt, weil man die falsche Kampftechnik eingesetzt hat. So. Hier sind noch eine Menge Erze. Cool. Geht ja immer noch weiter. Und da sind Knochen. Nein, es ist Aluminium. Es ist... Oder? Oder was? Nee, das ist irgendwas anderes. Ja! Es ist Aluminium. Es ist Aluminium. Geil. So. Das ist ja richtig geil. Wir haben halt einfach Aluminium gefunden hier unten. Cool. Dann sind wir schon mal weiter als viele andere am Anfang. Aber auf jeden Fall, da kann man diese Miniature-Hearts ja mitmachen. Und die kommen erst später dran. Viel später. So, 12 Eisen. Oh, das ist super. Wir brauchen nämlich gar nicht mehr so viel Eisen für eine Rüstung. Wir haben... Eine Hose haben wir schon, wir haben noch 7 Stück. Wenn wir eine Hose haben, haben wir 7 Eisen verbraucht. Das heißt, wir brauchen von der Rüstung nur noch 17 Eisen. Und wir haben schon 7, brauchen wir noch 10 Eisen, haben wir, die Rüstung haben wir jetzt zusammen. Wir haben eine Rüstung zusammen auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Aber ich würde gerne noch mehr Erze finden, ich würde mal gerne Diamanten mehr finden, weil die auch gerade nicht so selten sind. Deswegen würde ich gerne auch ein paar Diamanten haben, so. So. Ach, kann ich auch hier hin machen und dann die Fackel da oben weg? Oder... das so machen. So. Und da ist Kohle. Also Redstone ist wirklich sehr häufig hier und das brauchen wir gar nicht. Ebene 57. Da ist normalerweise nämlich nie Redstone. Das ist ganz untypisch. So. Hier waren wir auch schon. Das ist unser Eingang oder Ausgang gewesen. So, können wir schon mal was wegbringen? Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen in der Höhle drin, denn ich wollte ja noch mehr entdecken. Aber hier ist anscheinend wirklich nicht mehr viel zu entdecken. Also man kann kaum was finden, aber da war noch ein anderer Gang in der Höhle. Es ist eh Nacht, also können wir eh nichts machen. Sollten vielleicht noch mal einen anderen Gang finden, denn da war noch einer. Der ist nämlich noch nicht erforscht, da waren wir noch gar nicht drin. Und da ist ein Spinnenweben-Dings und so.
Oh, da ist eine Fledermaus. Zwei Fledermäuse.